Seit 7 Wochen regnet es ununterbrochen. Es ist der Wahnsinn, ihr Lieben. Und mittlerweile steht das Wasser hier blank auf dem Grundstück. Der Teich kommt mittlerweile voll an seine Grenzen. Und das Blöde an der ganzen Sache ist, ich habe hier ein komplettes Drainagesystem in den Garten setzen lassen, plus eine Pumpe, die das Wasser vom Grundstück runterzieht und dann in die Gräben. Außerdem hat der Sturm hier gewütet und mein Tor aus der Verankerung gerissen. Das ist der Wahnsinn. Das ist mittlerweile das zweite Tor, was aus der Verankerung gerissen wurde. Ich habe mich total zum Turbo-Allmann entwickelt. Ich habe auch nicht gedacht, dass das möglich ist. Großes Problem ist, wenn hier Autos an meinem Haus vorbeifahren und Gegenverkehr bekommen, weichen sie aus über meine Auffahrt und haben dann wie hier vorne alles kaputt gefahren. Weil hier fahren ja auch LKWs vorbei oder Schulbusse tatsächlich. Ja, ist ein bisschen blöd, ne? Sieht ein bisschen scheiße aus. Das ist also auch eines der Themen, was wir jetzt in den nächsten Wochen angehen. Die Videos wechseln also die ganze Zeit zwischen Elternhaus und Feenhaus, weil dieses Haus steht zum Verkauf und es soll ja auch ein bisschen vernünftig sein. Und so wie es hier aussieht, ist es furchtbar. Es nervt mich auch total. Sieht halt auch richtig kacki aus, wenn man sich das mal anschaut. Ist auch richtig tief. Es muss alles neu aufgefüllt werden, neu angelegt. Also es ist schon ein bisschen Arbeit, nervt, aber ziehen wir durch. Ich möchte jetzt auch nicht so ein Turbo-Allmann sein und sich immer beschweren, aber stand letztens ein großer Bericht in der Zeitung, dass sich Anwohner hier in der Gemeinde beschwert haben, dass die Gräben nicht ordnungsgemäß sauber gemacht werden und somit das Wasser nicht weg kann. Das nützt aber alles nichts, ihr Lieben. Wir gehen jetzt erstmal Gummistiefel kaufen. Morgen. Ich wollte mir ein paar flotte Gummistiefel kaufen. Ist hier großer Gummistiefel-Ausverkauf oder was? Die sind aber herrlich. Sind die hier für Elefantenhufe? Die sehen hier richtig flott aus. Und da ist eine Stahl... Nee, keine Stahlkappe drin, wa? Okay, minimal unangenehm. Das hier ist Schuhgröße 48 und ich habe hier auch solche Elefantenhufe. Das ist hier wohl der zweite sein, wa? Was schick du. Udo hat sich hier so ganz schöne Schafsocken gekauft. Habt ihr die hier? Wollsocken, so richtig flotte, die die Füße warm halten. Das wäre was Feines. Ich gucke hier mal so gerne und man will am liebsten immer alles mitnehmen, aber man weiß gar nicht wofür. Beim Schmökern muss ich die eben beiseite stellen. Powerhake 5000, die habe ich auch zu Hause. Da kannst du richtig Laub mit wegmachen. Das ist ein Kravenzmann, du Hariknitter. Wenn ich nicht eine zu Hause hätte, würde ich jetzt eine mitnehmen. Hariknitter. Schön zum Steine schneiden. Brauche ich auch irgendwann. So, nun habe ich auch genug geschmökert. Sonst komme ich ja gar nicht mehr vorwärts heute. Dann komme ich morgen nochmal wieder. Ein bisschen schmökern. Danke dir. Hab einen schönen Tag. Bis morgen. Dann gehen wir Vogelfutter shoppen. Tschüss. Danke übrigens, Leuchtbojenmann, dass du mir hilfst. Ja, mir ist aber so was von sicher auf dem Fahrrad, das glaubst du mal nicht. Damit du vom Schneeflug überfahren wirst. Nee, aber fahr du mal morgens um kurz nach 5 aus dem Haus und es ist stockdunkel, die Lampen sind noch nicht an und man sieht nicht. Liebe Leute da draußen, ich habe hier das Weihnachtsgeschenk von Mad Max drin. Das hat Mad Max schon gesehen, weil er war ja Weihnachten bei mir zu Hause. Aber jetzt habe ich das gebracht und Udo baut das jetzt auf. Wie kriegst du die Schrauben auch mit? Welche Schrauben? Ja, die hier durchkommen, dass das Ding fest ist. Da waren gar keine Schrauben bei. Nee, waren keine Schrauben bei. Wer hat es dann auseinandergedreht? Ist ja schon zusammengebaut quasi. Ja, aber da müssen noch Schrauben rein, dass das nicht runterfällt vom Sturm oder vom Wind oder was. Ja, dann muss ich ihm gucken. Du gehst auch mit Drahtkorb Milch holen. So kommt der drauf. So, jetzt müssen zwei Schrauben, vier Schrauben. So, er wird wieder keine Schraube sehen. Was hast du? Nee, ich habe nichts gesagt, ich habe nur laut gedacht. Ich habe gesagt, ich kann besser selber gucken, weil du wieder nichts siehst. Eine Schraube lag. Ja. Und da ist die zweite. Also sind es nur zwei Schrauben, die reingekommen sind. Ja, du hast vier gesagt. Aber mir auch eigentlich egal, wenn ich dann eine Auffahrt hier sehe, wie die zerrast ist. Das ist wie bei mir beim Feenhaus. Ja, also das ist genauso. Ist Mist, ist das. Da musst du wirklich, ich musste da vorne gleich mit vom Fahrrad absteigen. Sonst ich dachte, ich sitze auf dem Pferd, der schmeißt mich gleich runter. Guck dir das doch mal an, das ist doch nicht normal. Ja, das ist Katastrophe. Da muss ganz schnell was getan werden. Aber was willst du machen? Es regnet in einer Tour. Ich weiß es. Ich weiß es wirklich. Aber hier musst du... Spring da mal rein, um zu gucken, wie tief das ist. Bist du so einer der Waffel oder was? Früher haben wir da mit Dachziegeln und mit Steinen gemacht. Die mussten wir dann kaputt hauen als Kinder. Und einer musste so eine Hake nehmen und das gerade haben. Das haben wir hier auch gemacht. Das bringt ja nichts. Nee, das fährst du irgendwann raus, ja. Aber nützt ja nichts. Aber da muss ja auf jeden Fall was dran gemacht werden. Da verlierst du ja deine Achse hinten. So, jetzt tu mir mit dem Akkuschrauber. Ausgestattet. Ich hoffe ja, dass du auch Bits hast. Da hast du aber gute Arbeit geleistet. Er muss noch lackiert werden, fange ich jetzt mit an. Ja, muss erst abpusten, ne? So, Akkuschrauber. Ja, der muss irgendwo sein. Ja,
Ich habe auf jeden Fall einen Akkuschrauber, definitiv. Ja, nee, das ist Sprühpistole. Hast du den hier wieder reingepackt? Oder der wurde mir geklaut. Wer klaut das denn? Hast du ja wenig im Koffer zurück. Aber ich hatte noch so einen ollen B1, so einen roten Akkuschrauber. Wo ist der denn? Ja, weiß ich nicht. Ist mir hier dein Lagermeister? Bei mir ist alles an Ort und Stelle. Das finde ich ruckzuck. Bei dir muss ich ein bisschen suchen. Jo. So, jetzt brauchen wir einen richtigen Bit. Weißt du, welchen wir brauchen? Ja. Sonst hätte ich das nicht gesagt. Mich wundert das jetzt, wo ist denn jetzt der blöde Akkuschrauber? Wicke, ich weiß es nicht. So, jetzt können wir da hingehen, die Schrauben drin machen und dann suchen wir den schönen Plätzchen aus. Was mich ja richtig nervt, Udo, dass es so schnell dunkel wird, ne? Ja. Das ist ätzend. Es ist Winterzeit, ne? Das Nervige, Udo, es regnet in einer Tour. Ja, ich weiß es nicht. Es hört nicht auf zu regnen. So, Wicke, tust du mir einen Gefallen. Geh mal nach da hin und guck mal, ob der jetzt so ein bisschen mittig vom... Ne, der muss da weiter hin. Jo, ich find's gerade. Ja. Vielleicht noch ein bisschen nach rechts. Wie, nach dahin? Nein, nach rechts, nach da. So, und dann einmal gegengesetzt. Und da waren nur zwei Schrauben drin, das wundert mich. Yes. So, ich gegen... Ja, haben wir den gefasst. So, hält. Eigentlich bin ich dafür, dass immer vier Schrauben reinkommen, ne? Hier noch eine und da noch eine gegengesetzt, dann hast du mehr Halt. Aber du hast mir ja nur zwei Schrauben gegeben. Wir waren ja nur zwei da. Ja, siehst du. Nachträglich will ich hier rein nageln. Ja, aber die dürfen nicht zu lang sein, sonst hast du die da durch oben. Stellen wir Mad Max genau vor die Fensterscheibe. Da kommt da kein Vogel. Weil die Mad Max so hässlich ist. Ja. Mahlzeit. So, hier. Schön. Das sieht ja gut aus. Ja, wunderschön. Aber siehst du das? Also wenn du jetzt noch zwei dagegen drehst, dann hält er besser. Jo. Gleich wieder verkehrte Position. Mad Max ein Geschenk, Mama will es aber gucken. Also hierher. Also haben wir es hier hingestellt. Ja, gut. Fehlt nur noch Vogelfutter. Hast du Vogelfutter? Besorge ich morgen. Weißt du, was mich schon wieder wundert? Ja? Wo der B1-Akkuschrauber ist. Ja. Den hatte ich doch hier. Ja, den hast du gehabt. Dann kannst du den auch nur weggemacht haben. Oder haben wir den hinten benutzt im Haus? Das weiß ich doch nicht. Wir haben doch die Türen ausgebaut. Ja, aber da war ich doch nicht mehr dabei. Die hast du mit mir ausgebaut. Ja, aber du hast doch danach den Akkuschrauber noch gehabt, wenn du gesagt hast, den hast du hier gesehen. Ja, irgendwann mal. Ja, du weißt aber bloß nicht wann. Ordnungsgemäß habe ich ja den Leuten versprochen, dieses Jahr wird alles anders. Ordnungsgemäß vernünftig wieder zusammen. So, ordnungsgemäß alles wieder zusammen. So, Udo hat alles in Griff. So, dein Akkuschrauber habe ich da rausgeholt. So, schön zumachen. Danke für die Hilfe, Udo. Bitte, Wicke. Du bist halt einfach Bestmann. Ja. Mit dir ist immer alles gut auf der Baustelle. Ja. Entweder haben wir Spaß oder wir hauen uns die Köpfe ein. Also, dann löpft. Verdammte Scheiße! Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Was hast du gemacht? Ich hab das Ding zugehauen und hab die Finger dazwischen. Ich dachte, das will doch Abstand geben. Ah. Scheiße! Warum filme ich sowas nie? Aber warte, sieht man was? Warte. Rot nur. Warte, warte. Ist nur rot. So, Licht im Aus. So, und raus. Du bist ein Dämlack, Udo. Du bist wirklich ein Dämlack. Ja, was soll ich denn machen? Das Wetter macht mich wirklich wahnsinnig. Nee, nicht das nur ist dir. Unfassbar. Nicht nur dir. Ich weiß nicht mehr, wo das Wasser hin soll. Ich weiß nicht mehr, wo das Wasser hin soll. Wir kommen auch nichts voran. Nee. Steht alles. Wir können draußen nichts machen. Wie oft sollen wir denn noch im Sportheim irgendwas umbauen? Die schmeißen uns ja demnächst hoch raus, weil wir immer wieder was umstellen und umbauen. Nee, wir müssen aktiv hier draußen an Gange kommen. Wir haben im März, haben wir Start. Guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Ich habe eine herrliche... Wunderschönen guten Morgen, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Wunderschönen guten Morgen, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Wunderschönen guten Morgen, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Guten Morgen, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Wir haben uns hier heute versammelt,
Torben, René und Wilfried sind da, weil dieses Haus steht ja zum Verkauf und dieser Carport sieht aus wie Arsch. Hier wurde alles nach hinten geräumt, reingeräumt, gar nicht mehr drauf geachtet. Den räumen wir jetzt erstmal leer und machen klar Schiff. Ich habe euch erzählt, die Videos wechseln die ganze Zeit von Elternhaus, Feenhaus, Elternhaus, Feenhaus. Also ihr kriegt immer einen Switch von links nach rechts. Wundert euch nicht über den Ton heute, ich habe die Mikros beim Fußballplatz liegen lassen. Wir fangen jetzt an. Tschüss, ihr wunderschönen Menschen. Was ist deine Aufgabe, Wilfried? Ey, guck mal hier, da steht alles Pfand für den Fußballplatz. Da geht mein Herz wieder auf. Wilfried, der alte Pfandbaron, hat wieder losgelegt jetzt. Ja, wir haben den Vereinsbulli mitgebracht, packen wir aus dem Vereinsbulli rein. Und dann gehen wir zum Pfandautomaten, dann kann ich wieder richtig Kohle machen. Leute, glaubt mir das. Glaubt nicht, was ich für ein Pfand im Jahr zusammen suche. Was schätzt du die Summe? Wenn es hochkommt, ja? Locker ein Tausender. Was viele auch nicht wissen, du sammelst das auch aus den Mülleimern und so beim Fußballplatz. Ja, alles. Das ist jedes Mal 25 Cent eine Dose. Und dann tanken wir jedes Mal den Bulli auf. Kann die Jugend umsonst fahren. Hab doch noch ein Mikro gefunden. Das machen wir jetzt. So, liebe Leute, wir legen jetzt los. Die nächsten Szenen seht ihr jetzt im Zeitraffer. Viel Spaß. Es liegen hier übrigens noch total viele Baumaterialien rum, auch Holz und so ein Plünn. Das müssen wir alles auf den Haufen schmeißen und dann verfeuern in die Sauna, in den Kamin oder Feuertonne. Hier ist noch ein ganzes Big Pack Brechsand, das sehen wir dann für die Auffahrt. Auch noch ein kleines Schätzchen. Klinkersteine, dritte Wahl, da wollte ich mal eine Grillecke rausbauen, aber hat sich ja jetzt verflüchtigt. Ich bin schon vorhin am Stapel hier. Schon 40 Euro. Haben oder nicht haben. Schon wieder fast eine Tankfüllung voll. Ja. Zur Pause sagt man nie nein, ne? Warte, pass auf. Perfekte Scheiße. Vorbei. Wie sagt man, es fehlen so schön Knut. Ne, bei Ikea sagt man das, ne? Guten Knut. Ein riesen Dankeschön an meine wunderbaren Helfer. Dankeschön für die Hilfe, ihr Lieben. Also ihr Lieben, euch Lieben, dass ihr das Ganze aushaltet. Hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Wir haben aber schon mal Freiraum geschafft. Holz zersägen, die ganzen Sonnenschirme, der ganze Prött kommt noch zum Fußballverein, den kann der Fußballverein haben, aber Schritt 1 ist geschafft. Sieht doch fürs Erste schon mal ganz gut aus. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Udo, Happy Birthday to you, hello. Hello ist Karneval. Herzlichen Glückwunsch, Udo. Danke, danke. Aber wenn man 59 wird, dann brauchst du nicht mehr, das ist... Aber danke schön. Ja, ihr seht ja, ich stehe hier beim Wilke Zieren zu Hause. Auf meinen Geburtstag, was muss ich hier arbeiten? Der lässt mich noch nicht mal in meinen Geburtstag frei, aber nützt ja nicht. Ich, als Kollege packt man jemanden. Ja, wir haben nun wieder ein Problem, ne? Ja. Ist gefroren. Ist gefroren. Ist immer so. Wenn wir egal, was wir anpacken, wenn wir was anpacken wollen, dann funktioniert es nicht. Ja, richtig, wir wollten eigentlich was trockenlegen, aber es geht nicht, ist gefroren. Wir gehen mal hingucken. Hier ist es glatt. Du kannst nächstes Mal im Salz streuen. Salz streuen. Ich streue mir Salz auf die Terrasse oder was? Auf Holz? Wieso nicht? Bist du durcheinander? Nee. Salz frisst doch. Ja, und das Holz? Das frisst nicht, ist doch lackiert. Erstmal Lob von mir. Sieht schon super aus. Ja, hier haben wir was geschafft, Udo. Ja, aber ich komme noch mal mit dem Puster. Dann machen wir die Blätter und Unkraut auch noch raus. Ja. Dann sieht das noch besser aus. Da stehen auch hier noch Steine. Ja, das ist Klinker dritte Wahl. Da wollte ich mir noch eine Grillecke von mauern. Wie lange hast du die denn schon stehen? Ja, habe ich nicht geschafft. Meine Abbruch, wann hast du gesehen, ne? Die hast du ja von Leuten machen lassen. Nee, die Ecke habe ich selber gemauert. Da war ich zwar eine Woche bei, aber die habe ich selber gemauert. Mit Mörtel und Ei. Nee, ernsthaft? Ja, dann können wir das ja beim neuen Elternhaus auch machen. Ja, da helfe ich dir gerne mit, das macht Spaß. Echt, macht das Spaß? Ja, muss aber ein vernünftiges Fundament erstmal machen, ne? Mhm. Ja, das können wir beide ja. Ja. Ja, Udo, ich habe den Zuschauern schon erzählt, die Videos switchen jetzt so ein bisschen hin und her zwischen Elternhaus und Feenhaus hier, weil dieses Haus, wie gesagt, zum Verkauf steht
Und hier muss ja noch einiges fertig gemacht werden und wir beide wollten das ja hier trockenlegen. Ja, ja, apropos trockenlegen. Wenn wir es trockenlegen, wenn da Eis drauf ist. Das ist bei uns beiden so. Ja, wenn wir was haben. Ja gut. Ich habe dir ja letzte Woche Bescheid gesagt, dass wir das heute machen. Wusste ja keiner, dass es friert. Ja, wir haben extra eine Taupumpe besorgt. Ja, aber wir können eigentlich das Eis ein bisschen locker machen, die Taupumpe im Reinstellen und das Wasser im Absaugen. Immer ausprobieren, ob es geht. Meinst du, das geht? Ich weiß es nicht. Aber positiv ist ja der Graben und das ist ja jetzt alles sauber gemacht worden. Damit ihr im Bilde seid, das muss ja hier weg. Das Wasser erstmal und die Löcher müssen zu. Sieht doch blöd aus. Wie gesagt, das wurde hier kaputt gefahren, weil die Autos hier nicht wenden können, ne? Nee, hier vor allem. Oh, ja, ist das nicht. Vor allen Dingen ist das ja so, wenn Gegenverkehr kommt, kommen die hier weiter rüber. Ja. Und dann fahren sie das ganze Auffahrt kaputt. Aber du kannst jetzt nichts machen, ist alles gefroren, du kannst noch nicht mal Sand auffüllen, weil das ist ja knallhart hier. Wie willst du das dann kaputt machen? Das ist unser Leben, Udo. Ja, das Leben. Wenn wir mal was anpacken wollen, klappt es nicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert, ne? Hier haben sich ja ganz, ganz viele Einwohner hier von der Straße hier beschwert. Ja, nicht nur hier, in der ganzen Gemeinde. In der ganzen Gemeinde, weil die Gräben nicht richtig sauber waren. Und das muss ja die Gemeinde machen. Ja. Und das haben die jetzt in den letzten Tagen gemacht hier. Ja, muss man jetzt einen Daumen hoch machen. Top, die haben sehr schnell reagiert, dass das Wasser vernünftig jetzt ablaufen kann. Das sieht anständig aus. Jetzt kannst du auch, siehst du den Fluss laufen hier. Jetzt sieht man auch, dass er hinter runterläuft. Ja. Aber, was wichtig ist, Wilke, muss immer den Durchfluss, müsst ihr sauber halten. Das musst du Torm auch ihm sagen. Er muss immer, das ist ja sein Eingang, ja, immer hier den Durchlauf immer freilassen. Wenn das nämlich staut, dann hast du nachher wieder voll mit Wasser da stehen. Also sagst du, es ist Blödsinn mit der Tauchpumpe. Ja, bringt nichts. Ist ja Eis. Ich will einfach nur mal was machen. Ja, wenn du was machen willst, ist immer Pech, ne? Immer. Ja. Aber zumindest haben wir den Carport aufgeräumt. Ja. Es ist aber immer so, wenn wir was machen wollen, weißt du, wir haben uns verabredet, du kommst an deinem Geburtstag, willst helfen und es hat gefroren. Ja. Wie heißt das? Pech, Unglück für mich. Warum laufst du eigentlich mit Arbeitsschuhen herum? Nur so. Nee, du kannst das ruhig mal eben einblenden. Du hast doch so eine Aktion gehabt mit deinen Gummistiefeln, die du gekauft hast. Du warst doch in Reifeisenmarkt und hast die Gummistiefel gekauft. Und was ist passiert? Blend das mal ruhig im ein. Film ab. Kurz und schmerzlos, Udo. Ey, pass auf die Treppe! Das geht nicht! Und du brauchst neue Gummistiefel, ne? Die waren doch als Geschenk für Timo, die habe ich gar nicht gemacht. Nee. Das waren für dich, aber du hast dir genau die passende Größe gekauft. Und konntest da bis so ein Stück vom Ausgang konntest nicht reinkommen. Nee, da kannst du mal ehrlich sein. Mit der Hacke bist du hängen geblieben. Kann auch jeder Zuschauer sagen, man kauft Gummistiefel immer ein bisschen größer. Weil du da Socken mehr anziehst oder was. Und dass du da richtig vernünftig reinschlupfen kannst. Ist nun Kacke, ne? Ein bisschen Kacke ist das. Ja, das ist Kacke. Dass es Kacke ist. Wir können ja nichts machen jetzt. Das ist blöd. Ja. Weißt du was? Wir holen jetzt mal Vogelfutter. Was hältst du da davon? Wie mir die jetzt kennt, hast du noch kein Vogelfutter für das Vogelhäuschen von deinem Papa gekauft. Sei ehrlich. Ertappt. Siehste, ich wusste es. Und dann in den gleichen Atemzug kaufen wir dir vernünftige Gummistiefel. Stiefel. Das sind zwei Stiefeln. Stiefel. Du Stiefel, ich Stiefeln. Oh, was ein Pech, dass wir das nicht machen können. Das ist halt mein Leben, oh Gott. Das ist halt mein Leben, Udo. Ja, ja, dein Leben ist leider auf dünnes Eis gebettet. Oh, auch herrlich von der Gemeinde. Alles sauber gemacht. Ja, hier Beweisstück A, wir hatten Tauchpumpe wirklich besorgt. Also nicht, dass wir jetzt flunkern oder was. Aber nein. Es ist halt wirklich bei uns immer so. Es funktioniert einfach nichts. Nee. Lass uns zum Reihweisenmarkt fahren und Gummistiefel und Vogelfutter kaufen. Ja, machen wir jetzt auch. Und Papa geht ja mit, dann kriegst du auch vernünftige Gummistiefel. So, jetzt gehen wir rein. Jetzt gucken wir. Moin. Mahlzeit. Es ist früh am Morgen. Ja, was denn? Was ist das Problem? Dann sagt man nicht Mahlzeit, dann sagt man guten Morgen. So. Das Gummistiefelregal. Ja, das ist das Gummistiefelregal. Ja, aber ich habe ja Schuhgröße 48. Ja, komm mal her. Du musst auch mal ein bisschen mal nachdenken. Das ist 47. Ja, was muss ich denn nachdenken? Indem du mal einen Schuh aufmachst und hier probierst und nicht einfach 48 kaufst und gehst raus. 48 ist meine Schuhgröße. Ja, ob das 48 deine Schuhgröße ist, trotzdem. Du musst da ja vernünftig reinpassen. Also brauche ich ja Größe 50. Ja, das ist 47. 47 haben gar keine 50. Da fängst du schon wieder an, muss barfuß in Pfützen herumlaufen.
Ja, dann müsst ihr die bestellen. 44, 33, das wird all kleiner. Die haben das nicht, ein 48. Ja, 48 habe ich doch. Ja, vielleicht musst du mal einen anderen Schnittmuster nehmen. Einen anderen Schnittmuster? Gibt es andere Schnittmuster? Ja, eigentlich schon. Das ist aber Größe 45. Das ist 48. Hat einen anderen, vielleicht einen anderen Schnitt. Versuch den mal. Nee, das ist derselbe Stiefel. Ja gut, dann musst du... Nur andere Farbe oder macht die andere Farbe was aus? Nee, hast auch recht. Also wir müssen dann bestellen. Musst du dann vorne hingehen, besagen, du brauchst, wenn du 48 hast, ich würde 50 nehmen. Bist auch schon so ein Gummistiefel-Experte, ne? Ja, man muss sich da auch mit auskennen. Weil du hast auch noch Socken an, die Schafsocken, tust du dann 52. Dann hast du richtig Platz drin und kannst auch Bewegung machen. So, Vogelfutter brauchen wir noch. Ja, Vogelfutter. Dann müssen wir hier gucken. Hier ist Tiernahrung. Vogelfutter. Vogelfutter ist da hinten. So, was ist hier denn? Hier ist Vogelfutter. Für Tierliebe, das ist alles für Haustiere. Ja, für Papageien und so, für Kanarienvögel. Ja, du bist auch so ein Kanarienvogel. Nein, das ist hier vorne. Ja, du sagst da hinten und jetzt ist da vorne. Hier ist das. Ach so, da. So. Oh. Hier habe ich doch das letzte Mal schon geluschert. Ja. Igelfutter. Nee, ja, das müssen wir auch haben. Warum müssen wir das haben? Weil wir Igelhäuschen aufgestellt haben. Jetzt haben wir auch Igelfutter. Beim Fußballplatz haben wir ein Igelhäuschen aufgebaut. So, ne? Und Meisenfutter oder was willst du haben für deinen Papa? Ist mein Papa das denn? Die Vögel. Ja, weiß ich nicht. Meisenfutter ist ja alles durch, das ist ziemlich grob. Was nimmt man da? Was ist das? Streufutter. Schalenlos. Was heißt das? Für die Versorgung von Körner und Gemischfressen. Die sind aber schick. Die gehen bis 48 oder was? Nee, 49, 50. 52 wäre cool. 52. Ja, weißt du, warum? Weil ich mal die ollen Socken anhabe. Er hat die Scherzsocken an. Ach so. Die sind auch alle mit Stahlkappe, ne? Also bis 50 gehen die auch. Aber 50 Fall. Sollte... 50? Dann ja, hast du zwei Nummern größer. Zum Beispiel 49, 50. Mach mal den hier in 50. Das ist ein Flotten. Das ist ein schöner. Ja? Ja, kannst du dir einen 50 für mich bestellen? Auf deine Kosten. Nee. Du hast von einem Vertreter besondere Grassaat bekommen. Ja, da hast du mich ja wieder, ne? Da kriegst du mich auch wieder mit. Moin. Moin. Oh, warte mal. Herrlich. Wie viel hast du davon? Ja, den einen erstmal. Was bist du alle am Schimpfen? Ja, du bist schon wieder am Plan. Lass uns erstmal eintesten. Erstmal fragen, was kostet das? Und dann testen. Und nicht gleich 100 Säcke bestellen und wir brauchen die nicht, weil das nicht funktioniert. Udo, ich bin sowas von aufgeregt. Bin richtig nervös. Warum? Wegen der Rasensaat. Ja. Sei mir ehrlich. Ich nicht. Schnell keimende Rasensaat. Ja. Da kriegt man mich mit, ne? Nee. Wir haben uns erstmal um Tierfutter gekümmert. Aber mit der Rasensaat kriegt man mich halt. Richtig, aber es ist Winter. Du brauchst jetzt keine Rasensaat. Doch. Nein. Du kaufst alles, was du siehst. Schnell keimende Rasensaat. Ja, weißt du, meine Hand ist auch schnell. Schnell keimen ist die. Udo, ja? Du erlebst ja noch richtig was. Schön so eine Rundreise durch Ostfriesland. Lernst du Ostfriesland noch mal kennen? Ja, ich lebe hier seit 59 Jahren und willst du mir Ostfriesland noch zeigen? Ich kenn Hocken, da kennst du nichts von. Was kennst du? Solche kleinen Örtchen. Wie heißt das? Solche kleinen Orte. Ja, du hast aber Hocken. Was hast du gesagt? Hocken. Hocken? Ja. Ist das Plattdeutsch, aber? Ja. Ist das platt? Ja, so ein kleines. Lass uns mit dir plattbrauten. Ja, komm her. Was hast du an Hahn? Ich hab für Vögels. Fein Vögelfarbe. Ja, fein Vögelfarbe. Und die kommt nur in die Hus. Und das kommt nur in die Hus. Da ist halt Färbe drin. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Udo, wie ist das nicht vorwesen? Ja. Die Pap hat Süß gekauft. Dann tust du nicht vorwiegen. Ja. Ich wurde flau. Ja. Und halt kippt mich nicht an, als wenn ich nur ein Papagei bin. Ja, du kriegst Lack. Guten Morgen, Jürgen. Ich hab da keine Schuld dran. Ich habe ihn heute drauf angesprochen, ob er voll Vogelfutter gekauft hat. Hat er nicht. Also hab ich das jetzt gekauft. Und jetzt sehe ich, dass da Vogelfutter drin sind. Weiß ich nicht. Wenn du das nicht weißt, soll ich das wissen, oder was? Die Mama jetzt noch. Die Mama hat das gemacht. Ja. Die denkt weiter. Was bei dir aufhört. Udo hat heute Geburtstag. Oh ja, ich hab Geburtstag. Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch, lieber Udo. Herzlichen Glückwunsch, lieber Udo.
Jetzt gib mal eine Runde aus, wo ist der Kuchen? Ja, ey, dann hättest du auch gerne sagen können, dann wären wir beim Bäcker angehalten. Jetzt habe ich extra deine Mama Vogelfutter und dann hat deine Mama schon gekauft. Udo, das kann ja alles mal passieren. Ja, bei dir passiert viel. Weißt du, was heute passiert? Nee. Heute passiert nichts mehr. Wieso? Warum nicht? Weil Ron morgen kommt. Ach so, wegen deinem, ja, richtig. Aber wir müssen hoffen, dass es stattfindet, weil es sind ja noch diese Demonstrationen mit den Landwirten. Ja. Und der Maurer, der die Durchbrüche im Haus macht, ist auch Landwirt und fährt Traktor. Und ich hoffe, dass es morgen klappt. Ja, und wenn nicht, dann wird es einen Tag später stattfinden oder zwei Tage. Ja, aber das ist ja normal bei mir, dass irgendwas nicht klappt. Bei dir klappt ja nie was. Das ist so. Heute soll es endlich losgehen. Umbau im Elternhaus. Ich bin gespannt. Es ist mittlerweile, wie spät haben wir es? 9.56 Uhr. Ron wollte heute mit Nico kommen. Und ich glaube sogar, dass der Maurer mitkommt, um den ersten Durchbruch zu machen. Hier steht halt echt noch allerlei Kram von meinen Eltern rum. So ein uraltes Segelschiff von meinem Vater. Das müssen wir uns echt mal im Detail anschauen. Mit den dicken Pranken, nicht, dass was kaputt bricht. Das ist so ein uralter Dreimaster. Oder ist das ein Viermaster? Ich habe keine Ahnung. Check mal die ganzen kleinen Details aus. Hier die Tonnen, Rettungsring. Ich finde, das sollten wir richtig schön flott machen. Und dann sollte das einen besonderen Platz in diesem Haus finden. Ist leider mittlerweile richtig zugestaubt hier. Das müssen wir mal fein sauber machen. Aber das ist nicht Aufgabe von heute. Wir wollen nämlich mit dem Innenausbau anfangen. Und da muss ein Durchbruch her. Torben, gib mir heute zur Hand. Du hilfst. Klar. In bester Kreisklasse C-Trainer-Manier. Wa? Ja, wie auch sonst. Das ist ein Outfit, Torben. Ja, nu. Ist kalt draußen. Ist wie ich schweinekalt, ne? Ja. Antwortest du nur in Lauten oder was? Ja. Ja. Was hast du vor? Wir müssen hier ein bisschen klar Schiff machen. Okay, das heißt? Klar Schiff machen. Wo sollen die Sachen hin? Das weiß ich noch nicht. Ach, okay. Guck dir das Schiff im Antorben, habe ich gerade wieder gefunden, beziehungsweise stand da rum, vom Papa. Guck da mal richtig ran, was da für eine feine Handarbeit dran ist. Was? Ist das selbst gebaut? Ja, von irgendjemandem, weiß ich nicht, das hat Papa schon ewig. Heftig. Krass, ne? Ja. Sauber machen und einen feinen Ort hier im Haus finden, oder? Sauber machen, da wäre ich vorsichtig. Hochdruckreiniger. Wo wir gerade beim Thema sind. Wir haben noch diesen blöden Kompressor gekauft. Ja. Den hast du mir noch mitgebracht. Ja. Irgendwie ist das Ding Grütze. Warum? Lass uns mal ganz kurz hingehen. Okay. Einmal wie immer, Torben, von Hack auf Tack. Das Ding sieht ja ganz cool aus, aber irgendwie ist das Grütze. Ja, weil der am Anfang einmal einen großen Stoß gibt. Okay. Und dann kommt irgendwie gar nichts mehr. Strom hat das Moped. Hier machst du an. Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Um Autoreifen aufzupumpen scheint das nur zu lang. Ja, aber ich brauche ja was mit Druck. Mit richtig Power. Ich will doch den. Vergessen, was ich sagen wollte. Keine Ahnung, woran es liegt mit dem Mofa. Weiß ich nicht. Echt nicht. Ich denke, vielleicht ist das wirklich nur, um Reifen aufzupumpen und so. Und wenn da Gegendruck ist, ne, wie beim Reifen jetzt zum Beispiel, dann baut der ja Druck auf. Vielleicht ist das keiner zum Ab. Du hast den besorgt, Prött. Ich kann den auch sonst gebrauchen. Also, so ist das ja nicht. Der Kamin ist wirklich herrlich, ne? Richtig schöner. Den übernehme ich auch. Der bleibt auch hier. Kannst du damit überhaupt umgehen? Jetzt geht's aber los hier. Ich frag mich jetzt. Also, du kannst das oder was? Nee, ich frag ja. Da unten macht man den an und hier schmeißt man nach, oder wie? Haben wir auch schon ewig. Guck dir mal an, das ist so eine Panzergeschosshülse. Hast du überhaupt einen Plan, wo jetzt angefangen wird? Ja, das macht ja Ron. Ja, aber wo? Ja, ich denke mal, hier wird angefangen, in diesem Raum. Okay. Aber wir müssen ja trotzdem eben jetzt klären, wo die ganze Soße hin soll. Ja. Und hinter der Küche ist die Wand, vor der wir gerade standen. Und da willst du jetzt einen Durchbruch durchmachen? Genau, das wird ein großer Raum hier. Ah, cool. Wo kommt die Küche hin? Ey, wird verkauft oder so. Nee, die neue dann. Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, manchmal so weit bin ich doch noch gar nicht. Lass mich doch erstmal einen Durchbruch. Lass mich erstmal einen Durchbruch machen, wa? 3 Minuten bist du hier. Das ganze Ding ist runtergefallen und kaputt. Was kannst du eigentlich? Das war nur gesteckt. Egal, was du in die Hand nimmst, immer, es geht immer alles kaputt. Das war nur gesteckt. Ja, aber das kann doch nicht. Warum? Das kann man kleben. Puzzle. Das tut mir leid. Wilke, Papa, wenn du das siehst, dann tut mir leid. Oh, 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 das wird teuer. Ungelogen, da muss ich mit Papa noch drüber reden. Die will ich wohl haben, die wiegen aber auch, alter Vater, 25, 30 Kilo. Mein lieber Kokoschinski.
Finger geklemmt. Turm, ganz vorsichtig. Wir sind der Sache wieder ein bisschen näher gekommen. Was mit deinem Hals los? Hast du irgendwie den Nacken steif oder was? Wieso? Eine komische Körperhaltung hast. Ich halte hier das Möbelwagen. Das Möbelwagen. Möbelwagen. Wir haben die Sachen hier noch vergessen, Torben. Ich glaube, das Ding ist richtig schwer. Oh, das ist gut festgemacht. Eine Hand Kamera, andere Hand uraltes aus Friesland Wappen ist gleich Totalschaden. Wow! Hier, nimm mal, wie schwer das ist. Oh. Das bei Papa ins Büro. Ins alte Büro. Okay. Das wird hier später ein unfassbar schöner, großer Raum mit einer tollen Aussicht. Dann bin ich mal auf morgen gespannt, wa? Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Minus 6 Grad, es ist schweinekalt und endlich beginnt der Innenausbau. Guten Morgen, Torben. Moin. Harry Knitter, was siehst du schicki aus? Ja, schicke Arbeitskleidung abgegriffen. Ronny ist auf dem Weg, da ist gleich Action in der Bude. Oh. Der Innenausbau beginnt. Ich freue mich für meine Freunde. Freust du dich auch, dass du mitarbeiten musst? Ja klar, gib mir eine Stunde. Was dann? Dann bin ich Bauleiter. Was hast du für ein Problem am frühen Morgen? Guten Morgen. Weil ich hier alle Moin erstmal, Mahlzeit. Was macht ihr denn da euch umarmen da? Wenn ihr denn wohl ins Bett geht? Frohes Neues erstmal. So, komm mal doch schon wieder vor hier, die Scheiße. Wir beide haben erstmal ein Hühnchen zu rupfen. Ja, das wollte ich aber gerade wohl sagen. Wie siehst du eigentlich aus? Ja, ich wollte guten Tag. Hast du aber abgenommen, Junge. Wollt ihr ihn abgenommen? Ich hab's immer da. Nix gemacht. Strippen liegen auch noch drin. Die Strahler sind auch noch drin. Die schauen gesund zu. Aber du schaust das sieht gut aus. Ja, hast du keinen Bock, was zu machen, Paco? Nein. Weiter, weiter. Das Autofahren hat ja auch nicht. Warum macht das Auto schon wieder aus? Man ist jetzt hier. Oh, wo muss ich denn lang? Ich weiß doch nicht, was du da versuchst. Du bringst dich ja um. Guck mal, was ich will. Gargamel. Guten Morgen, Herzchen. Guten Morgen. Hast du dich rasiert oder was? Nee, ich war gestern beim Friseur. Viel zu kalt. Aber geil, oder nicht? So, was liegt denn heute hier an? Was sollen wir machen? Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Der Maurer kommt morgen. Die Küche muss raus. Weißt du, wie spät das ist? 8:30? Ja, die Küche muss aber raus. Stunde ist die weg. Deine Stunde kenne ich. Wetten? Ich soll Mirko und Paco heute nicht helfen, ich soll euch helfen. Warum sollst du den beiden nicht helfen? Die schaffen das alleine. Wollen wir erstmal alles in Ruhe wegräumen? Ja. Da sind ja überall noch Gläser so drin. Ja, wir haben eine Kartons. Vermacht, Alter, da sind ja noch Teller drin. Oh. Shoutout geht raus an Mama und Papa. Ein Eierbecher. Hier ist ja noch alles drin. Ist das jetzt mein Erbe oder was? So, wir räumen jetzt mal die ganzen Sachen runter. Schränke leer. Von der Ablage alles weg. Und dann gucken wir mal, bauen wir die Geräte jetzt aus. Paco, ich habe eine kurze Frage. Ja, fragen kannst du ja mal. Brauchst du Torben heute gar nicht? Für mich am besten wäre, wenn Torben kommt sich hinter diese Mauer ran, ja, und dass ich heute nicht sehe. Weil mein Chef möchte, dass wir hier irgendwann fertig sind. Und das geht mit Torben. Torben hat gestern alles schön wunderbar gelernt. Aber wenn man kommt, ja, schon Torben gestern ausgeschnitten. Wie gesagt, 2 cm auf Baustelle ist nichts. Ne? Aber am besten, wenn Torben da bleibt, dass ich kann arbeiten. Ey, ich habe eine Frage. Warum darf ich hier heute nicht in den Raum? Nichts verstehen. Nicht so deutsch. Bruder, ja. Gestern warst du so zufrieden mit mir und jetzt soll ich hier reinkommen? Nein, gestern war gestern. Wir sollten aber irgendwann fertig ist, das kriege, weißt du, deswegen. Sonst gerne, Torben. Weil ich habe einen Auftrag für dich. Ey, Paco, wir haben 20 Regelsplatten im Auto. Warte mal, ich muss weg. Schlüssel. Ich muss weg. Danke, Mama und Papa. Ich trete das Erbe natürlich an.
Aber was sagst du dazu? Ja klar, ja klar. Dann haben wir richtig schöne Sachen geerbt. Dass die das auch alles hier lassen, das machen Mama und Papa sich auch leicht, ne? Ja, warum nicht entsorgen? Ja, dann muss ich das ja entsorgen. Ja, aber klar. Das hole ich mir wieder, du. Da gehe ich gleich mal rüber und dann wird ein bisschen verhandelt über den Kamin. Soll ich mitkommen? Moin Ole. Hallo. Teichbau Ole ist da, aber wir bauen heute leider keinen Teich. Aber nee. Du guckst schon hin, ne? Ja. Wir möchten da hinten ja einen verwirklichen, aber da sind wir noch nicht. Du packst so mit an, ne? Weil Ole gehört ja zu meinen Freunden und Ole hat gesagt, ach Mensch, ist ja Winter, da baut gerade keiner Teiche. So sieht's aus. Wann hast du den letzten Teich gebaut? Im November. Groß? Ja. Sehr groß. Ich will auch einen sehr großen Teich haben. Ja, Platz hast du. Aber... Genehmigung. Also gehe ich mal niemals ohne Genehmigung. Also gehe ich da jetzt von aus, dass der Sommer wieder anstrengend wird. Könnte passieren. Okay. Ihr Lieben da draußen, also wisst ihr schon mal, was euch grob erwartet, aber heute sind erstmal andere Sachen dran. Können wir heute ja eigentlich auch das auch abbauen, was wir haben, haben wir, ne? Ja, weg damit. Okay, moin, da geht eine Menge rein. Mensch, Torben. Fleißigster Mann auf dem Bau. Das sag ich dir. Guten Morgen, Josef. Weg. Was machst du hier? Hier, klau mir Holz. Wie, du klaust mir Holz? Ja, ich wollte einen Container schmieden. Und? Ja, da kann ich auch Blätter hier drin. Für Ofen. Kaminholz. Dann dachtest du dir eben wie bei Hugo, ne? Ja, so genauso. Nee, das darf ich nicht machen. Da hast du jetzt gedacht, ein bisschen Feuerholz tut dir gut. Josef, unten raus wieder am Geier nur. Ja, das sag ich dir. Der ganze Feuerholz holt er da weg. Durch, ne? Zufall gesehen. Und ich sage dir, Freunde, stolz auf mich. Aber ich denke, der wird schon der Fertig aus. Kurze Randnotiz, ihr Lieben. Wofür wurde das gebaut, Mirko? Damit der Kamin nicht mehr zu sehen ist. Genau, der wird dann wieder... Nicht, damit sie den Klauen zwischendurch weghören. Aber ist ja kein Werkzeug. Genau, der Kamin wurde hier eingepackt zum Schutz, damit der nicht kaputt geht und das wird dann wieder abgerissen. Ne, damit Mirko und Paco hier nichts verfuschen. Ist das so, Mirko? Ja, bei mir passen nicht auf. Die besten Stücke holt er sich, Torben. Guck ihm. Guck ihm da. Was da liegt. Ja, da geht Ode gleich bei. Guck ihm. Ode. Udo. Guck ihm. Torben, die besten Stücke nimmt Josef sich mit. Das ist ein Fuchs, der Josef, ne? Josef. Ich darf noch 2 Jahre liegen. Ne? Das kannst du bei mir abladen. Was? Für das Holz. Nee, das ist. Nee, sagt er. Wer blutet denn hier, Leute? Hier sind überall Bluttropfen. Was hast du denn gemacht? Wie ist das denn passiert? Sie haben Blech gepackt. Fast. Ja, nicht, dass du mir verblutest hier. Nee. Soll ich dich verarzten? Hast du Wasser hier? Nee. Das hier habe ich Klebeband. Wie alt ist das Pflaster denn, du? Jetzt Klebeband und so. Oder zuschweißen. Oder spachteln. Nee, du musst anders machen. Ich mache erst mal so und dann rum. Wo ist Messer? Schneide ich dir die Finger gleich. Warte mal, Wilfried. Du, wir haben eine grüne Siegerklebeband. Haben wir eine grüne. So. Du musst einmal so. Leute. Ich war bei Erste Hilfe in Polen, wa? In Polen? Und, war gut? Ja, siehste. Gib mir ein Stück so drauf. So, was Udo nicht geschissen kriegt, das mache ich jetzt. Ne? Aber dafür nehme ich die Hälfte mit, für meinen Ofen. Also die Hälfte von der Hälfte, davon nimmst du nochmal die Hälfte mit. Also Udo, eine Hälfte von Udos Hälfte. Der Udo kriegt gar nichts, der hat ja nichts Kurze Frage, kannst du mit der Verletzung hier noch weiterarbeiten? Oder? Nein, ich wollte nur ihn fragen, Sicherheitsgefühl. Ja, solange du noch rauchen kannst, ist alles gut, oder? Ja, 4 gesunde Finger habe ich auch noch da.
Schnucke wie Sau. Wilhelm? Bitte? Wir reißen jetzt die ollen Regale raus. Ja. Dann fein Kaffee und frühstücken. Was sagst du? Machen wir so, wa? Ja. Action! Wir sind ein maximal unbeholfener Haufen. Mir ist 8-mal was auf den Kopf gefallen, 3-mal was auf die Arme. Du hast mir gerade noch fast einen Nagel in den Fuß gejagt. Oh. Oh, Jan Jammerlappen. War das nicht? Ja, wir sind trotzdem echt ein Fuschhaufen. Also, so was Hohles. Alle drei von uns. Aber, ja. Das ist wenigstens schon mal draußen.